Hey ho, zum kleinen GMF Special mit Unboxing vom FT18 und der Pedro Max Feuerbrücke. Wie heißt die? Puh, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Pedro Max Feuerbrücke. Wir werden in dem Video jetzt erst einmal die zweiten Sachen auspacken. Und dann werde ich noch zu Grillen mit Freunden noch ein paar Sachen sagen, was mir alles so einfällt. Vorweg das Wichtigste überhaupt. Ich wurde angesprochen von einem Zuschauer, der hat gemeint, es wäre ein Blogger-Treffen. Nein, es ist nicht als Blogger-Treffen angesetzt. Es ist als Treffen für alle gedacht. Sprich, die Blogger und YouTuber, wo kommen, das ist bloß ein Bonus für alle anderen, dass sie die mal kennenlernen. Wer sich bis jetzt alles angemeldet hat an den YouTubern und Bloggern, werde ich nachher dann noch sagen. Lese ich nachher drin einfach vom Bildschirm ab. Ja, packen wir aus. Ja, fangen wir mit der Feuerbrücke an. Heiligsblechle. Ja, und dieses Mal nicht in 4K. Warum? Dass ich schneller hochladen kann nachher. Also verpackt, das ist ja schon mal sehr gut. Aber kein Wunder bei dem Gewicht. Sonst fällt der Karton auseinander. Oh, und wir sehen viel geiles Gestänge. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mich im Finger zu schneiden. Beim Auspackerle. Das ist schon heftig. Die Ketten. Ein Haken. Wahrscheinlich alles Haken hier. So, und dann nehmen wir das ganze Teil mal auseinander hier oder aus dem Karton raus. Und dann mal gucken, wie wir das Ganze hier aufgebaut haben. Ein schöner Grillrost darf natürlich nicht fehlen. Karton leer, Karton weg. Also ich muss jetzt selber erst einmal gucken, wie das gehört. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, ob ich was auf dem Bild sehen kann. Nee, nicht wirklich. Doch. Doch kann ich. Sind die alle gleich rumgeformt? Nein, da gibt es anscheinend linke und rechte. Oder? Ja. Ja. Oh, verdammte Axt. Nein, das muss ich jetzt alleine fertig kriegen. Also irgendwie sollte das dann so reingehen. Ah, jetzt. Ha, wenn man es richtig zusammensetzt, ist das Ganze ganz einfach. Die Biegungen nach außen. Nach außen habe ich gesagt. Und ihr seht, das Ding wird ziemlich groß. Na, warum geht es auf der Seite nicht? Also das Zeug ist wirklich so gebogen, dass man das bloß in einer Stellung einhängen kann. Muss ich mal wieder auf die Cam gucken. So, so sieht man es wieder. Thank you.
Tja, und da wäre sie nun, die Feuerbrücke FRK 1. Da können wir schön noch unsere Töpfe mit hinhängen. Man könnte auch noch eine zusätzliche Kette hinhängen. Ja, und dieses Teil hier wird auf Grillen mit Freunden erstmals eingeweiht. Ja, genau dafür habe ich mir das Ding bestellt. Nur für Grillen mit Freunden für euch. Gut, Leute, und dann machen wir uns jetzt einmal noch drüber her und schauen uns mal das Monster hier an, den FT18, und vergleichen den nachher mit meinen alten FT12. So, dann wollen wir mal das nächste Paket hier aufmachen. Der FT18. Für uns persönlich hier alleine wäre er definitiv auch zu groß gewesen. Aber eben, wie gesagt, solche Veranstaltungen wie GMF, da wird das Ding optimal sein. Oder man macht eine ganze Gans da drin. Leute, schaut euch den Okolyten hier an. Also, das Ding ist absolut der Hammer. Mega, mega, mega. Jetzt hole ich euch noch den FT12 zum Vergleich her. Wohlgemerkt, das ist noch aus der alten Generation. Oh, der FT12, und ich denke mal, man sieht hier schon ein bisschen an Unterschied. Deckel könnte man drin versenken. Tja, und auch dieses Teil extra für Grillen mit Freunden, damit man da drin einen riesen Pott mit Chili con Carne, Gulasch oder was auch immer machen können, damit wir alle satt werden. Ja, gut. Ich räume hier jetzt erst einmal wieder ein bisschen zusammen, weil hier sieht es jetzt aus wie auf dem Schlachtfeld. Und dann überlege ich mal, was ich euch noch alles gleich preisgebe. Oh. Ja, Freunde, hatte mal die Feuerbrücke erst einmal aufgebaut. Ja, kann man sie hier einfach so zusammenklappen. Ein Gummi-Expander-Kabel, wenn da irgendwas drumherum machen. Und ja, dann lässt man das Ganze hier einfach zusammen. Warum hier überall solche Löcher drin sind, da muss ich mich auch selber erst einmal noch schlau machen. Habe ich auch keine Ahnung. Naja, gut. So, Leute, wer wird alles an Bloggern anwesend sein? Zum Beispiel, ich habe es ja aufgeschrieben. Also, ganz klar, der Beef Buddy, der Professor Taste McAllister, dann der Grillcoach Gerrit, Smoking Beef Barbecue, Barbecue mit Heiko, der Thorsten von Beef and Meat hat sich auch noch angemeldet. Ja, und dann werden noch einige Leute von der Deutschlandtour dabei sein. Ob noch ein paar Blogger dazukommen, es wäre leichtsam möglich. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass es der Dirk von Hein und Barbecue am Samstag schafft, uns zu besuchen. Das wäre ganz klasse. Und sonst noch, wer da kommt, ja, werden wir sehen. Ich hoffe darauf. Wer weiß. Noch habe ich da keine Zusagen weitere, aber vielleicht kommt ja noch was. Lassen wir uns überraschen. Unterstützung haben wir bisher gefunden vom Beef Buddy mit seinen Gewürzen. Der Professor Taste wird leckeres Fleisch mitbringen. Seine geilen Soßen wird Almighty Burger machen. Dann Mac Briquette, von denen bekommen wir Kohlen gestellt. Ja, Petromax
Habt ihr ja ganz am Anfang gesehen, was die uns zur Verfügung gestellt haben? Dolly Sauce ist auch noch mit am Start. Da kriegen wir ein paar Soßen gestellt. Und, wer weiß, was noch alles dazu kommt. Alles wollen wir nicht verraten. Nein, also, was wir jetzt vielleicht noch suchen würden, wäre jemand, wo uns noch ein bisschen leckeres Fleisch zur Verfügung stellt. Solltet ihr da jemanden haben, der darf uns gerne anschreiben. Wir würden uns ganz tierisch drüber freuen. Weil, Moment, ich muss wieder spicken. Das Ganze soll ja am 24. bis 26.05. in Dornburg im Westerwald stattfinden. Und bei 130 Euro, lächerlichen 130 Euro pro Person, pro erwachsene Person, weil Jugendliche oder Kinder bis 9 Jahren sind natürlich wesentlich günstiger mit 55 Euro dabei und von 10 bis 17 Jahren haben wir uns gedacht, sollten 70 Euro ausreichen. Gut, wenn es viel Phrase sind und die Eltern sagen, wir legen noch was drauf, dürfen sie das gerne tun. Was ist für das Geld alles dabei? Eigentlich alles. Übernachtungsmöglichkeit, Essen, Trinken. Ja, so ist es. Also wir wollen damit eigentlich nichts verdienen. Wir werden das ganze Geld in dieses Treffen investieren und hoffen, dass wir mit euch jede Menge Spaß haben. Wir haben natürlich noch Plätze frei. Wer möchte, darf sich gerne noch anmelden. Anmelde-Link unter dem Video hier. Anklicken, anmelden, überweisen, bezahlen, selbstverständlich, und dabei sein. Ja, was erwartet uns alles? Spaß haben miteinander, grillen miteinander. Anfänger, wo absolut keine Ahnung vom Grillen haben, sind genauso herzlich willkommen wie unsere YouTuber und Blogger. Die geben mit Sicherheit ihr Wissen gerne weiter. Andere würden das Ganze ein Grillseminar nennen. Wir machen einfach Grillen mit Freunden draus. Also, es wird genauso lehrreich und informativ werden. Muss ich jetzt eigentlich noch irgendwas dazu sagen, außer anmelden, Leute. Einfach anmelden, vorbeikommen, Spaß haben. Alles Weitere findet ihr eben in dem Link, in der Anmeldung. Da stehen auch noch ein paar Informationen drin. Und wer es schon getan hat, yippie, wer es noch nicht getan hat, anmelden. Also, wir sehen uns dann in spätestens 4 Wochen. Ich bin raus aus diesem Video und naja, gut, jetzt kommen ja zwischendurch noch weitere Videos von mir. Aber live kann man mich und viele andere auf dem Treffen Grillen mit Freunden, GMF, sehen. Tschaikowski.